Und hier ist er wieder, The Void Doctor, mit dem Let's Play von Summon Nihil 2's Warcraft Story 2. Ich spreche es mal aus für die Leute, die nicht lesen können. Allerdings, was macht ihr denn hier? Nur zur Warnung für diese Leute, Rollenspiele sind mit viel Text versehen. Und meine Übersetzung aus dem Englischen ist oft sehr scheiße. Nun gut, wenn ich mich so ausdrücke, sollte auch keiner gucken, der kein Englisch kann. Ich glaube, ich bleibe noch bei besser weiter, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. Gut. Durch meine lange Pause habe ich keine Ahnung mehr, wo ich genau bin. Ich weiß allerdings noch ungefähr, wir sollten ein magisches Schwert namens Dämonenklinge finden, weil so ein Godzilla-Verschnitt irgendwo ausgebrochen ist, wahrscheinlich aus Grund unserer Dummheit. Und wir spielen diese putzig aussehende Dame hier. Können wir auch mal ihren Namen irgendwo sehen? Ariel. Ah, ich sehe, da war ich wieder mal... Ah ja, genau, Shakespeare. The Tempest, dieser komische Luftgeist. Und Dinah, unsere persönliche... Dämonin. Familie. Helferin. Und wir sind so eine Art Craft Knight, die sich ihre Waffe selbst zusammenschmuggelt. Mal sehen, welche Waffen haben wir eigentlich noch gerade? Ah ja gut, wir haben diesen komischen Säbel. Und ich bin sicher, wir haben den nicht aus einer Art Zahn zusammengebastelt. Gut, steht für Duration. Das ist quasi, wie lange die Waffe zuschlagen kann, bevor sie wieder kaputt geht. Und okay, gut. Unsere Quest, rauszufinden, was wir tun sollen. Ich meine, jetzt sofort, dass wir das Schwert finden müssen, aber das habe ich nicht vergessen, Gott sei Dank. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht, weil ich wusste, dass es sein kann, dass ich wochenlang plötzlich die Lust verliere, hier weiterzumachen. Was gibt's denn hier zu kaufen? Haben wir Geld? Gucken wir mal. Geld haben wir nicht besonders viel. Naja, da in Grau steht dabei, was wir haben. Scheint eigentlich alles in Ordnung zu sein. Können wir irgendwas erschaffen? Aha. Agility, Beweglichkeit ist zwar ganz nützlich, aber viele meiner Waffen saugen meine Beweglichkeit. So, hier sind wir wieder bei einer Zwischensequenz, die wir verpasst haben, weil wir uns an dieser Festung vorbeigebeamt haben. Ha, witzig, dass die Programmierer nicht daran gedacht haben. Na gut. Gabriel, dir geht's gut. Ah, toll. Natürlich geht's mir gut, ich bin Gabriel Knight. Warum würdest du... Oh, ich dachte, du könntest vielleicht einen verdächtigen Ritter begegnen. Ich bin ihm früher begegnet. Oh, du hast dir Sorgen um uns gemacht. Danke. Ich habe ihn gesucht, als ich dich vorhin früher im Wald getroffen habe, aber wir haben ihn niemals gefunden. Wirklich? No? Wie geht's vor allem mit der Suche, Ariel? Naja, wir haben die Festung gefunden, aber da war nirgendwo irgendein Zeichen der Dämonenklinge. Nun, Tatjana, hast du irgendwas hier gefunden? Ich wette, sie hat nichts gefunden. Nee, ich habe den ganzen Tag gesucht, aber ich fand überhaupt nichts. Ach ja, wer hat denn das jetzt erwartet, ne? So ohne so eine Überraschung. Ach, ich hatte die ganze Zeit über recht. Jep, sie ist der Protagonist und damit hat sie automatisch recht. Aber ich wollte dir danken dafür, dass du auf die anderen aufgepasst hast, weil ich weg war. Gute Arbeit. Ah ja, danke. Mal eine Frage beiseite. Warum hat er die eigentlich alle allein gelassen? Das waren Kinder. Hä, komm mal zurück und spiel wieder mit uns irgendwann demnächst. Yo, got it, Rocco. So, sollten wir jetzt gehen? Okay. Ah ja, gut, bevor wir gehen, jetzt will er uns irgendwas geben. Ah, Tatjana kriegt das. Ah, ein Beschwörungstalisman. Wovon redest du? Das sieht aus wie ein normales Beschwöronit. Oh Gott, ich nehme jetzt den englischen Term, weil auf Deutsch hört sich das wahrscheinlich furchtbar an. Summer Night Gam. Was ist der Unterschied? Es kann nicht benutzt werden, eine Kreatur zu beschwören, weil es nicht noch nicht benutzt wurde, um einen Bonding Pack zu machen. Oh, aber es sieht hübsch aus. Danke. Okay, raus geht's. Und in den Transmitter werfen. Beamen wir uns zurück. Gut, zwei Festungen haben wir gefunden. Bin gespannt, wie viele Festungen wir durchwandern müssen.
Wahrscheinlich eins für jedes Element. Glücklicherweise nicht für eins für jedes Element des Periodensystems. Dann wären wir eine ganze Zeit länger hier unterwegs. Obwohl, ich würde gerne die Uranfestung mal sehen. Oder die Plutoniumfestung. Oh, Zwischensequenz. Welcome back. Oh, ihr seid zurück. Oh, Ren, geht's dir jetzt gut? Warum? Ist ihm irgendwas passiert? Oh nein, nein, nein. Wir reden über diesen verdächtigen Kerl, nachdem wir gesucht haben, nicht wahr, Ariel? Huh? Oh, okay, na, genau das war, was ich meinte. Ich hätte beinahe vergessen, wir wollten seine Verletzung geheim halten. Oh, wow, die sind gut. Oh, come on, Meister. Wir haben darüber doch früher gesprochen. Anyway. Ich sah diesen komischen Kauz da irgendwo im Wald, aber ich konnte ihn nicht fangen. Oh, hast du irgendeine Idee, wer er war? Nun, aber ich denke, ihr solltet vorsichtig sein. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Passt gut auf euch auf. Wie oft hat uns jetzt schon jemand gesagt, wir sollen auf uns aufpassen? 300 Mal? Warum sollte ich? Wenn es nach dir ginge, wäre ich ein schwaches und schwacher, sehr schwaches kleines Mädchen. Du solltest mich beschützen, wenn du wirklich so denkst. Ha, ich überlasse das Ariel. Die mag ein Mädchen sein, aber sie ist weder schwach noch klein. Was? Was? Du willst mich nicht bei dir in der Nähe haben? Ist das der Grund? Nein, ich war nur überrascht. Sei nicht so empfindlich. Hehe. Oh, wir kommen so gut miteinander aus. Ha, hört sich eher wie ein Streit an. Nein, nein, es sieht wirklich so aus, als würden sie gut mit einem auskommen. Ha, ich beneide diese Kameraderie. Da ja. Vielleicht sollte ich sagen, dass ich es vermisse, so zu sein zu können. Lynn, sie denkt still immer noch über Ryoga nach. Das ist derjenige, der uns ver... Okay, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt für den normalen Pfad, den will ich bis zum Ende spielen, deiner vornehmen. Wir gucken nochmal, was unsere Kameradin und Familiarin oder was auch immer gerade so treibt und ihr wieder auf die Nerven fallen. Aber ich werde mit Hilfe meines magischen Emulators jetzt hier einen Spielstand anlegen. Und später, wenn wir endlich fertig sind, werde ich zurückgehen und in einem Bonusvideo mal gucken, was diese ganzen anderen Gespräche so anbringen und mal ein bisschen in Ruhe nachspielen und gucken, ob es irgendwelche Änderungen in der Story gibt. Und da das natürlich eine ganze Weile dauert und er... So. Spielstand angelegt, Save State angelegt. Jetzt können wir später zu diesem Punkt, genau exakt zu diesem Punkt, zurückspringen und uns den Rest vornehmen. Jetzt aber machen wir mal weiter hier, damit wir vorwärts kommen. Gehen wir mal unserer Partnerin auf die Nerven. Hallo, dein Stalker ist da. Oh, du bist es schon wieder. Ups, sorry. Unterbreche ich irgendwas? Naja, um ehrlich zu sein, ich kam hier stur eben, wenn sie Hilfe brauchen. Und manchmal kommt ihr einfach in irgendwelche Kämpfe mit Leuten, mit denen er eigentlich gut auskommen sollte. Oh, Orin war nicht stur. Okay, nochmal. Das ist blöd. Ich wette, der Grund, dass Ryoga dich die ganze Zeit angreift, ist, dass ihr in Wirklichkeit Freunde sein sollt. Was? Das ist bestimmt nicht wahr. Ich meine, ich hoffe, dass es nicht wahr ist. Aber bist du so überrascht, dass jemand diese Idee bekommen könnte? Ich meine, jemand, der kein Mensch ist, wie ich, könnte die ganze Zeit... Und ich meine, you... Ark! Oh, Gott sei Dank, es hat mich gerade gerettet. Oh, es tut mir so leid. Sie ist sarkastisch. Aber sie meint es wirklich nicht so. Oh, ja. Du hast dir solche Sorgen gemacht über Ryoga. Sie wurde eifersüchtig. Ach, wie süß. Hey, hey. Shut your halo hole. Oh, das ist so ein witziges Wortspiel, das übersetze ich mal nicht. Sorry, Dinah. Ich wusste es wirklich nicht. Werde vorsichtig sein, wenn ich das nächste Mal über ihn spreche. Demnächst. Ach, egal. Lass uns einmal nach Hause gehen. Ja, okay. Es war überraschend romantisch. Na, was soll's. Und weiter geht's am nächsten Tag. Dum-di-lum-di-di-di-di. Los, auf zur nächsten Festung. Und ich hoffe, unsere Prinzessin, ich meine, unser Schwert ist dort. Ich habe so ein Gefühl, dass wir es diesmal wirklich finden werden. Yep, Mario hatte dieses Gefühl auch.
ich glaube, 8 Mal oder so, bevor er Erfolg hatte. Und Deiner sagt ungefähr sowas ähnliches wie ich. Sie ist nämlich auch skeptisch. Und sie ist wieder optimistisch. Sie tun die Dunhung. Los. So. Ach ja, gespeichert. Aber obwohl das Einzige, was wir gemacht haben, war haufenweise sammeln. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas haben. Oh, wir haben tatsächlich noch Sachen rumfliegen. Na gut, ignorieren wir das und gehen mal gucken, was mit diesem Wasserfall los ist. Das Bizarre ist... Oh, nicht schon wieder. Bitte, ich habe mal gehört, dass man als Anfänger in einem Let's Play immer ein Spiel nehmen soll mit viel Text, aber das ist ja wirklich lächerlich. Vor allem, es bewegt sich einfach nichts. Arg, das ist viel zu realistisch, Mann. Ich will auch nicht, dass jedes Gespräch mit irgendwelchen Verwandten gespeichert wird und irgendjemanden vorgelesen wird, bis er vor Langeweile stirbt. Machen wir, bringen wir es hinter uns. Na, geht ihr raus? Jep, mehr oder weniger. Ach, keine Sorge. Ich komme mit euch. Ich werde nichts sagen. Na gut, warum auch nicht? Ich meine, sie schließt sich nicht unserer Party.